Ja, liebe Leute, herzlich willkommen mal wieder und heute geht es um eure Top 3 Werkzeuge in den Werkzeug-News, Ausgabe Nummer 74. Eure ganz privaten Werkstätten und Werkzeuge, aber eigentlich ist es jetzt nicht Top 3, sondern Schrott 3, ne? Oder Flop 3, genau, die Flop 3 Werkzeuge, also das, wo ihr euch wirklich mal drüber geärgert habt, wo ihr den Kaffee aufhattet. Ne? Weil das war auch so eine Idee von uns oder von euch, ich weiß gar nicht mehr, ich kriege ja mittlerweile so viel Mails über Instagram. Ich kann euch nur sagen, gestern war Sonntag, also heute ist hier Montag in der Zeitblase, bei euch ist Mittwoch, aber nachdem die Werkzeugnews am Sonntagabend rausging, übrigens diesmal etwas später aufgrund technischer Probleme, da rasselte wieder mein Insta-Postfach voll. Ich hatte, Wo ist das Video? So was? Ja, vorher auch, aber auch nachher. Da kriege ich mittlerweile viele gute Ideen, auch vor allem durch euch. Und ich glaube, beim letzten Mal hatte ich es auch gesagt, dass ich gar nicht mehr schaffe, auf eure Kommentare oder auf eure Nachricht, sei es Facebook, sei es Instagram, zu antworten. Das geht einfach zeitlich nicht mehr. Und jetzt heißt es oft so, André, ich verstehe ja, dass du dann darauf nicht antworten kannst, aber... Und dann antworte ich doch manchmal kurz. Ja. Und dann freuen die sich. Ja, so gut. Ne? Ich würde mich ja auch freuen, aber wie gesagt, das ist ja keine nach außen getragene Arroganz. Es ist einfach zeitlich ein Problem. Und du musst ja auch mal überlegen, Leute wie Jean-Pierre, wo richtig Alarm ist, die schalten ja ihre Nachrichtenfunktion schon aus, weil du crasht dein ganzes Telefon damit. Ne? Ja, das ist mir schon wichtig, dass wir so ein... Bond haben, so eine Verbindung zu euch. Und letztendlich ist ja der Kanal auch nur so groß geworden, weil ihr da zu Hause oder im Büro oder wo auch immer oder in der U-Bahn unsere Videos guckt. Ne? Und wir sind ja hier nur der Kasper vor der Kamera. Aber wir kommen schon wieder hier ins Quatschen rein und das ist das Thema. Wir können demnächst wieder quatschen. Und zwar am nächsten Mittwoch, am 3.6. machen wir hier abends um 18.30 Uhr wieder einen schön gemütlichen Livestream. Wir hatten ja den ersten bereits gemacht, als Premiere quasi. Ging erstaunlich gut voran. Verlinke ich euch gerade nochmal oben in der Infobox, falls ihr neu dabei seid. Und da werden wir wieder mit euch quatschen. Wir werden auf eure Kommentare eingehen, wenn wir die lesen können. Das ging letzten Mal ja auch so im Sekundentakt. Und wir werden noch so ein bisschen mal Live-Battle oder so machen. Lisa und ich haben heute schon so ein bisschen philosophiert, was wir euch da anbieten können. Ich fände es auch cool, wenn man mal einen in die Sendung nehmen kann, irgendwie über Skype oder so, weiß ich gar nicht. Da müssen die Jungs aus der Technik mal sagen, was da machbar ist. Oder so ein Call-In. Ja. Ja? Ja, wieso nicht? Mal gucken, was alles technisch möglich ist. Ja, technisch ist ja heute so viel möglich. Ich kenne mich ja gar nicht aus mit diesem Internet. Das Internet ist für uns alle Neuland. Da würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich sehe so eine Art Workmate, aber ich sehe, das Ding ist kein original Workmate von Black & Decker, sondern von Topcraft oder sowas. So wie bei der Kollege Edgar. Edgar. Zu meinen Top 3 schlechtesten Werkzeugen gehört eigentlich diese Werkbank. Eigentlich ist so eine Werkbank sehr nützlich, jedoch hat die hier schon nach kurzer Arbeit und wenig Belastung den Geist aufgegeben. Und zwar ist hier die, ja, irgendeine Scheibe da drin abgefallen und seitdem spannt die nur noch auf einer Seite. Und hier ist wahrscheinlich auch noch die Frage der Zeit, bis es dann hier mal nicht mehr funktioniert. Also das gefällt mir nicht. Das Werkzeug ist nicht so gut. Diese Handkreissäge ist eigentlich nicht schlecht. Was heißt Einhell? Ja. Hier Ponal, Slime schön auf dem Kopf. Ja, spart Zeit. Ja, ja, klar. Was hat der denn sonst noch? Ach, guck mal hier, diesen, ich glaube, ist das nicht dieser Wolfkraft? Bohrständer? Ja. Ein bisschen Gaffer oder ja, Doppelseitig, ein Mottec. Aber wusstest du eigentlich, dass diese Ponalflaschen, die haben ja hier diese Ausbuchtung, ne? Die sind ja dafür da, dass man die hinlegt. Wusstest du das? Und dann? Dass du eben nicht das Problem hast, dass der Leim erstmal runterlaufen muss. Ja. Deswegen haben die diese Ausbuchtung. So, okay. Dann legst du die hin, so ins Regal. Mhm. Und dann kannst du sie einfach so machen. Okay. Weil auf den Kopf stellen kannst du natürlich nicht. Nee. Macht ja auch vielleicht keinen Sinn, wenn du sie auf den Kopf stellst und machst sie auf, kommt sofort die Suppe raus. You naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. Aber Leute, die viel stationär mit Leim machen, die haben ja eh eben so einen Glueboy, ne? Ja, so ja, gibt's auch, ne? Klar. Verlinken wir euch gerade mal unten in der Beschreibung, kennt ihr wahrscheinlich eh. Also macht ihren Dienst, aber ist meiner Meinung nach etwas schwach auf der Brust. Also die könnte ruhig ein bisschen mehr Leistung haben und
Die Höhenverstellung, die gefällt mir hier nicht, weil die so fummelig ist hier drin. Also die könnte auch besser sein. Aber immerhin ist hier eine Skala vorhanden. Ja, habe ich relativ preisgünstig bekommen, von daher Klagen auf hohem Niveau. Ja, mit dieser Verstellung da, das stimmt schon, ne? Das ist ein bisschen fummelig. Wie ist es hier bei der Parkside? Ja, hast du auch hier innen die Skala, aber du hast aber du kannst von außen, ne? Von außen hast du die Arretierung. Ja. Und selbst wenn es so wäre wie bei der Einhell, hättest du vielleicht noch ein bisschen mehr Spiel, ne? Also Zwischenraum. Dafür hätte mich jetzt mal interessiert, wie die Absaugung hier geregelt ist. Ja, aber in Absaugung siehst du auch genau das gleiche, was in der Parkside ist. Wenn du hier noch ein bisschen zurückspulst. Ja. Achso, jetzt sehe ich es. Okay, der hat da diese Stege. Und das war ja auch das... das Ding hier, das gerade in dem Test, dass auch hier die Problematik war, dass sie auch diese großen Späne halt von der USB-Platte da drin verkantet haben und damit auch wirklich den ganzen Absaugtrakt halt verstopft haben. Und das wird da, denke ich, genau das gleiche Spiel sein, wenn man damit halt anfängt, mal so grobe Materialien zu schneiden, wo auch wirklich auch ein bisschen größerer Splitterflug halt aufkommt. Wir hatten ja uns bei der Säge gefragt, warum überhaupt hier diese Stege sind. Da war irgendwie erst so von wegen, ja, weil es der Spritzguss ist, weil das vielleicht so konstruktiv sein muss. Aber ich glaube, irgendein Zuschauer hat da geschrieben, dass es hier Mindestnormen gibt für die Festigkeit oder Stabilität, CE geprüft oder so. Und dass einfach diese Stege hier zur Stabilisierung da sein müssen. Ah, okay. Weil es ist Kunststoff, ne? Aber macht da natürlich wirklich keinen Sinn, wenn es in der Praxis dann nicht hundertprozentig funktioniert. Dann wäre da noch meine Oberfräse, Arebus OF 1200 oder wie das Ding heißt, funktioniert, kommt auch relativ schnell an ihre Grenzen, also die fängt dann ein bisschen an zu riechen und die Höhenverstellung ist also nicht so geschmeidig, wenn man jetzt hier mal ein bisschen was verstellen will, also das hakt schnell und ist nicht so feinjustierbar wie bei einer nur minimal teureren Bosch. Ja, gerade bei solchen Maschinen hier wie mit der Fräse, wenn du dann diese Führung hast und dann hast du ein bisschen Spiel, dann verkanten die sich auch sehr schnell. Ne? Kennst du das? Ja, ja. Und das ist echt nervig. Und wenn du dann wieder mal so eine gute Maschine hast, wo du das einfach so bedienst und es läuft einfach fluffig, merkst du auch wieder, wo der Frosch die Locken hat. Und das finde ich auch wieder so eine Sache in der Anwendung, die ist zwar nicht teuer und du sagst, ja, das geht schon, aber das sind so diese Kleinigkeiten, die dich dann echt nerven und du hast nachher schon gar keinen Bock mehr, das Ding wieder anzufassen, weil du weißt, es kommt wieder dieser Moment, ah, da hakt das wieder und dann... Und das ist auch gerade das, was halt auch die Qualität der Arbeit ja auch irgendwie auch widerspiegelt. Wenn du musst halt die Fräse einrichten, beziehungsweise auch Höhe, und da kommst du manchmal wirklich auf einen Millimeter drauf an. Und wenn du das halt nicht auf einen Millimeter eingestellt bekommst, weil das einfach an der nicht an dir liegt, sondern einfach, weil die Maschine das einfach nicht hergibt, ist es natürlich echt schon wieder Frustration. Was wäre deine Empfehlung, eine Fräse für relativ kleines Geld, überschaubares Geld, Oberfräse? Kleines Geld, was heißt kleines Geld? Also ich finde halt die kleinen von Festo ganz interessant. Das ist, glaube ich, die 110 oder sowas, also 1100 Watt hat die. Ist auch von der Bauform noch ein bisschen anders. Man hat ja, sieht er jetzt da, man hat ja zwei Griffe. Und die von Festo hat nur einen Griff und damit ist sie so ein bisschen handlicher. Und natürlich hat die jetzt nicht so viel Leistung, da ist man natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Aber so was die Handarbeit angeht und alles was und die ganze Einstellung ist das schon top. Ja gut, aber das ist natürlich ein bisschen nicht mehr mit kleinem Geld unterwegs. Nee, genau, ich wollte gerade sagen, da bist du natürlich nicht mehr mit kleinem Taschengeld unterwegs. Weil ich würde gerade sagen, wenn du mit kleinem Geld glücklich werden willst, einigermaßen die grüne Bosch, heißt die nicht POF 1400 oder so, ja. Die hatte ich euch schon mal gezeigt mit dem Michael, aber das ist schon jahrelang her. Und da hatte ich gar keine Ahnung von Oberfräsen und Michael fast gar keine Ahnung von Oberfräsen. Schon gesagt. Das Problem, ich habe es gesagt, Michael nicht. Und es gab einen richtigen Shitstorm unter dem Video, wo ich immer dachte, was wollt ihr von mir? Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich hier der King bin. Ja. Mir gehört nur der Kanal. Aber egal, wir waren jung und brauchten das Geld. Oder wir waren jung und brauchten die Oberfräse. Nee, das Zeug hatte ich damals schon alles gekauft. Aber damals hatte ich schon die Makita, den Kantentrimmer. Ah ja, das ist die auch 700er. Die ist auch und cool. Das würde ich euch eigentlich empfehlen, wenn ihr sagt, Budget ist irgendwo in einem Rahmen. Dann gönnt euch diese Makita, weil die gibt es in einem Set, in einem MacPack, um die 200 Euro. Das ist so ein Kombifräser, auch mit Fräskorb etc. Genau, du hast den Fräskorb, du hast halt den Kantentrimmerkorb. Ja. Dafür gibt es noch einen Parallelanschlag. Stimmt, und das Ding macht einen schlanken Fuß, ist schlank, hat 700 Watt aus dem Kopf, glaube ich, 700 Watt so um den Dreh. Und wenn ihr dann sagt, ihr habt noch weniger Kohle, dann gibt es von der Makita-Fräse auch noch einen China-Klon. Und da habe ich bisher wirklich nichts Schlechtes gehört. Ich hatte die, glaube ich, sogar mal gekauft, um die mal zu vergleichen.
Aber ich glaube, die ging auf dem Werkzeugflohmarkt über den Tisch oder so. Und von der Makita-Fräse gibt es auch eine Akku-Variante mit 18 Volt. Die haben wir noch. Die Kabel-Variante haben wir, glaube ich, auf dem Werkzeugmarkt. Flohmarkt verkauft, genau. Ja, genau. Die Akku-Variante haben wir noch. Die haben wir noch. Verlinke ich euch mal alle Varianten in der Videobeschreibung. Wie immer nochmal zum Thema Links in der Videobeschreibung. Ihr könnt kaufen, wo immer ihr wollt, beim Eisenkarl um die Ecke, aber ihr unterstützt uns und den Kanal und das Format, wenn ihr bei Amazon bestellt, über die Links, weil dann bekommen wir eine Provision von ein paar Prozent, ohne dass das für euch teurer wird. Aber fühlt euch zu nichts verpflichtet. Guckt einfach und wenn ihr meint, dann bestellt ihr über den Link. Oberfräse. Daher würde ich mir die hier so nicht mehr holen, sondern direkt wenigstens die grüne Bosch oder ein anderes Modell. Ah, grüne Bosch, hast du gesehen? Ja, ja. Aber weißt du, was ich auch gesehen habe, wo ich erst dachte, das kommt, ist nämlich dieser Grill. Weil ich bin ja auch so ein Typ, ich mache so gern Barbecue mit Low and Slow und okay. Ribs und so einem ganzen Gedöns. Und ich habe mittlerweile in meiner Barbecue-Zeit schon 4 Grills gehabt. Mhm. Und irgendwann hatte ich echt den Kaffee auf. Und das waren teilweise Dinger, die waren nicht billig. Ja. Da waren auch so Grills für 1.000 Euro dabei. Boah, für 1.000 Euro? Ja, ja, lange drauf gespart. Und ich hatte immer Probleme, fast immer mit der Hitzeverteilung. Weißt du, da machst du mal irgendwie eine Bratwurst drauf und dann die eine Seite schwarz, die andere Seite nicht. Wir haben ja auch mal Grills getestet. Genau, jetzt nicht die Riesendinger. Verlinken wir euch gerade mal die Playlist oben. Weil jetzt wird ja auch wieder Grillsaison gemacht. Und ich bin noch auf der Suche nach dem Heiligen Gral oder dem Heiligen Grill. Okay. Und ich habe auch schon mal überlegt, ob ich vielleicht nicht doch mal irgendwie so Weber oder sowas. Aber dann habe ich mit Leuten gesprochen, die so einen teuren Weber Genesis oder Spirit oder wie die heißen haben. Und die haben irgendwie auch dieses Problem mit der Hitzeverteilung. Also von daher mal unter uns, ne? Unter uns. Wenn ihr jetzt mal einen Tipp für mich habt, wirklich einen Grill, wo ihr sagt, das Ding rockt, der kann ruhig ein paar Euro kosten, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber kein Lotusgrill, Leute. Nee, kein Lotusgrill. So, weiter geht's. Es macht richtig Spaß gerade, weil du guckst das erste Mal aufs Bild und siehst schon, was ist das für ein Scheiß? Ja, ja. Ne? Gerade die Mitte, ne? Ich frage mich auch, was ist das? Auf jeden Fall ältere Generation. Moin, liebes Bauforum24-Team. Und zwar, hier sind meine drei top-schlechtesten Werkzeuge. Tipp. Einmal habe ich hier ein Skill 12-Volt-Akkuschrauber. Ja, ist von 2006. Von 2006. Ja, hat keine Power, hält nicht, kein Softanlauf, gar nichts, Kackding. Da muss ich aber sagen, Erik, wir wollen mal fair bleiben. Das sind natürlich uralt Geräte, Akkuschrauber von 2006, wobei den alten Metabo, den ich habe, der ist von 2002 oder sowas. Okay. Und von wegen kein Samtanlauf, ich würde mal sagen, akkumäßig ist das mindestens Metallhydrid, wenn nicht noch Nickel-Cadmium, 12 Volt. Und das sind genau die Geräte, die eine ganze Generation versaut hat. Weil das sind die Dinger, die mit 12 Volt keinen Qualm im Socken haben. Und dann kommt genau dieser Generationswechsel, oh, das Ding ist jetzt komplett im Sack, jetzt muss was Neues her, aber nicht nochmal 12 Volt, jetzt 18 Volt. Dann machen sich die Leute gar keine Vorstellung, was mittlerweile 12 Volt kann. Also da kannst du auch den 18 Volt aus der Generation in Rente schicken. Sie. Und Skill ist jetzt keine Schrottmarke, ne? Skill nee. Ist, die gehörten doch mal zu Bosch irgendwann mal, aber auch... Aber ich würde das auch in Kategorie so Bosch Grün einordnen. Ja, aber ich habe zum Beispiel einen Bandschleifer, hast du den mal gesehen von ja. Skill? Da ja, brauchte ich auch. Damit habe ich den Tisch auch teilweise geschliffen. Mit dem kleinen Ding? Mhm. Ja, und der ist doch nicht schlecht, ne? Nee, nee. 50 Euro gekostet, mhm. Roundabout. Ich brauchte einen Bandschleifer, ich hatte keinen Bandschleifer. Und dann dachte ich, nee, probiere ich einfach mal. Ne? Wenn der dann für das Projekt ausreicht. Ich hätte mir aber keinen irgendwie aus dem Discounter gekauft, wo ich dachte, der geht schon in Flammen auf, wenn ich benutze. Aber dafür finde ich es okay. Ne? Als nächstes, das Ding sieht aus wie eine Stichsäge oder was soll das sein? Dann habe ich einen Sankai-Schleifer, 18 Volt. Ja, funktioniert auch nicht. Er ist ja Sankai, ne? Also wenn du in Qualität investiert hast, dann bist du eigentlich immer zu Sankai gegangen. Erstmal der Formfaktor ist lustig. Ja, der finde ich spannend, den Formfaktor. Ja, auch im Prinzip, die nehmen wir ein Akkuschrauber-Layout und da hast du ja vorne die Welle und da
kommt in den Accenter und schon hast du hier deinen Delta-Vibrationsschleifer. Aber auch vom Handling oder so, ist es ja völlig Banane, oder? Weiß ich gar nicht. Also du hast einen Schwerpunkt hier hinten. Und du hast diese kleine Fläche und musst dann so... Ja. Und gerade wenn du am Schleifen bist, ne, und du kommst zu sehr auf die Kante, dann hast du auch ruckzuck mal mehr abgenommen, als du wolltest. Oder gerade bei Rundung oder so. Ich habe das neulich noch gemacht. Ich habe ja meine BMW K1300 GT komplett neu lackiert, inklusive der Koffer, weil die hatten auch schon mal so ein paar Blessuren abbekommen. Und die haben ja Rundungen. Und da hatte ich das auch, wenn du da mal schnell irgendwo zu lange an einer Stelle, dann hast du direkt irgendwo ja, so eine Delle drin und die siehst du nachher. Und das muss ich dann wieder ausspachteln. Mittlerweile sind die Koffer aber wie aus dem Ei geleckt. Nur das Motorrad ist nach wie vor in einer Werkstatt mit einem Nockenwellenschaden. Ich hoffe mal, ich kriege die bald wieder. Weil sonst wird meine Laune zusehends schlechter. Und dann kommt die Stichsäge von Tipp. Das ist auch wieder so ein geiler Name, ne? Jungs, wir machen Elektrowerkzeuge. Da ist richtig Geld zu verdienen. Wir brauchen noch einen Namen. Toll? Nee, toll klingt vielleicht ein Tipp. Tipp? Ja. Okay. Bestens. Ja, der Akku ist auch am Arsch. Habe ich selten gebraucht. Dann meine Stichsäge von Tipp. Benutze ich immer noch. Ja, hat keinen Pendelhub, gar nichts. Ist halt ein Scheißding, aber das Sägeblatt fällt immer raus. Das ist auch geil. Und, ja, noch keine neue gegönnt. So. Ich sehe aber gerade, Erik, du machst auch ein bisschen mit Autopflege. Du kümmerst dich um dein Auto. Wahrscheinlich hast du auch einen BMW. Ich habe da, glaube ich, was eben gesehen. Aber dann die richtig guten Sachen. Ne? Hier diesen grünen Reiniger von Koch Chemie sehe ich. Sonax. Dann Sonax. Okay, dann hier Mezerna oder Menzerna. Die Politur 3.5 oder 2.5, die habe ich übrigens auch, sehr schön. Da unten hier so ein Schaum, so eine Foam Gun für einen Kärcher ist das, glaube ich. Ja, so ein paar Sachen halt, was man so braucht. Ne? So, der nächste ist Fabian und Fabian hat auch ein Verhältnis mit Erika. Soll ich mal ganz klar sagen hier. Hatten wir aber auch schon, ne? Ja, klar. Wir waren auch beide mal dran an Erika, ne? Hört sich sehr, sehr falsch an, aber ja, das ist so. Hört sich falsch an, war aber richtig. Ich glaube, mit Erika hatte Fabian gute Erfahrungen. Ich glaube, darum geht es jetzt nicht, ne? So, jetzt kommen wir zu meinen Flops. Das Con-P-Forstner-Bohrer-Set, das ist so stumpf, ne? Kannst du echt nichts mit reißen. Aber auch wieder geil, der Chinese sagt sich, wir machen aber zumindest eine schöne Holzschatulle rum. Ja, das ne? sieht hochwertig aus. Das ist hochwertig aus. Dann hast du Vergnügen und dann denkt auch der... Der Käufer, das der Käufer, ist ein gutes Produkt. Ich mache die Holzschatulle auf, ich habe ein Qualitätsprodukt erhalten. Und die Forstner Bohrer sind so wertvoll, dass sie auch nur in dieser Holzschatulle aufbewahrt werden. Wie so ein Humidor bei einer schönen Zigarre. Als Beispiel haben wir hier aber nochmal Forstner Bohrer von Parkside. Spottbillig. Ich glaube irgendwie 3-4 Stück, irgendwie 6 Euro, ich weiß es gar nicht mehr. Ne? Das hier ist ein Pharmac Bormax. Das ist natürlich mit so die... Elite der Forstner Bohrer. Hiermit hast du auch schon ordentlich geforstnert, ne? Sicher. Der ist nicht mehr neu. Nee, neu ist er ganz sicher nicht. Und, nee. Aber der geht noch, ne? Der, ja, klar. Ja. Und bei den Dingern, naja, Standzeit war aber auch nicht so geil, aber wir hatten noch von Parkside so andere Bohrer. Das war ein völliger Reinfall. Also die konntest du überhaupt nicht mit bohren. Also, ne? Von daher. Wer billig kauft, kauft zweimal. Aua, macht schlauer. Gleiches gilt für das Metabo-Radio. Es hat einfach echt keinen Sound. Ist echt für den Arsch. Kein Bluetooth. Was willst du damit, ne? Baustellenradiotest ist auch damals, glaube ich, mit Michael habe ich das gedreht. Und ja, schwieriges Thema. Ich hatte so viele Baustellenradios gekauft und die meisten waren soundmäßig wirklich Schrott. Also teilweise hast du so große Würfel gehabt, wo du denkst, jetzt kommt richtig Sound raus. Konntest du teilweise wirklich vergessen. Das Metabo aus dem Video kenne ich jetzt nicht, aber kann ich mir wohl vorstellen. Und viele sind natürlich auch schon ein bisschen älter und da war mit Bluetooth noch gar nichts. Wenn du Glück hast, hast du einen internen Eingang, dann kannst du dir über einen AUX so einen kleinen Bluetooth-Empfänger da dran machen, den kriegst du für einen 10er. Wir hatten damals das Dewalt-Baustellenradio, das war für uns das Beste. Vom Sound ist auch nach wie vor noch hier mit ein Lieblings-Gadget bei uns in der Werkstatt. Ich muss aber sagen, mittlerweile bin ich auch wieder mit Makita d'accord, denn auch die Makita Baustellenradios waren vom Sound nie gut. Also viele haben gesagt, ja, kommt richtig was raus, aber du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist, wie Bordschmidt immer sagt.
Was noch eine Alternative ist, eventuell ein Tipp von JBL, nicht GBL, JBL gesprochen, weil es ist ja ein J, gibt es eine kleine Soundbox mit so einem Karabinerhaken, habe ich jetzt leider im Auto gerade. Ich habe, glaube ich, um die 30 Euro bezahlt oder 35. So groß, ja. Ein Karabiner dran, hält irgendwie 10 Stunden, ist jetzt auch nicht mega bombastischer Sound, allein auf der Größe, aber auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ich irgendwo auf der Baustelle bin, ja, reicht's und du kannst es dir wirklich an die Hose hier klippen. Dann doch lieber das DIY T-Stack Radio. Ansonsten, lieben Gruß. Was ist da eine Black & Decker? Ist das eine Black & Decker Tischkreissäge? Guck mal da unten. 80er Jahre müsste das sein. Das orange Kabel. Ich bin ja totaler Nerd gewesen als Kind, ne? Und ich habe schon als Kind immer Werkzeugprospekte gesammelt. Und da weiß ich noch von Black & Decker aus dieser Serie, mit der Farbe gab es auch so, glaube ich, eine Plus-Serie. Und die hatten dann zum Beispiel für den gehobenen Anspruch ein längeres Kabel. Und ich glaube, die waren auch schwarz oder so. Wenn noch so ein paar alte Hasen unter euch sind, die damals Black & Decker hatten, schreiben Sie mir mal, ob Sie sich da noch dran erinnern. So, Hendrik kommt und Hendrik greift gleich zu einer Makita. Klar, ja. Und das ist Flop? Naja, bin ich gespannt. Flop 3 Werkzeuge. Ach, der räumt erstmal weg. Und das ist auf Platz 1 eine Matrix Tauchkreissäge. Weißt du, was ich im ersten Moment gedacht hätte? Muffel, ne? Muffel, ne? Ja, habe ich auch gedacht, wo ich das angeguckt habe. Vor allen Dingen, das ist wieder geil, wenn sie den Namen. Ne, Muffel, ne, ich glaube, da kriegen wir ein Problem. Matrix? Wahrscheinlich ist der eine Typ gerade aus dem Kino rausgekommen. Von der, hey, Matrix, ich hab's. Und auch die Farbkombi passt halt, ne? Ja, 100%. Schwarz-Rot, das Gehäuse und auch das Grau. Das Graue da, ja, das passt ja echt super. Ja, an sich war die gar nicht so schlecht, bis zu einem bestimmten Moment. Ich habe ein sehr gutes Sägeblatt drauf gemacht. Das Original-Sägeblatt hat nicht viel getaugt. Und dann hat die ihren Job eigentlich auch ganz gut gemacht. War relativ genau, ich sag mal plus minus ein halber Millimeter, damit kann man vollkommen leben. Auch die Spanabfuhr hat einigermaßen funktioniert. Aber ein ganz kleines Detail war nicht so gut und das hatte verheerende Auswirkungen. Der Teller klappt nicht mit eigener Kraft schnell genug wieder hoch. So habe ich die Säge nach dem Sägen einmal abgesetzt und wollte sie auf den Tisch ablegen. Und dabei war der Teller noch nicht wieder komplett unten oder die Säge oben. Und damit hat das Sägeblatt dann einmal komplett in den Tisch reingebissen. Und seitdem hat das gute Gerät einen Lagerschaden. Und wenn man jetzt damit sägt, kann man hoffen, dass es auf dem Grundstück bleibt. Also das Ding ist tatsächlich jetzt nur noch schwere Dekoration. Als nächstes habe ich hier ein Schweißgerät. Ich weiß, wer billig kauft, kauft meistens zweimal. Deswegen steht da hinten tatsächlich auch was Vernünftiges aus Dänemark. Aber die habe ich mir geholt für den Garten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kann man sagen, für den Garten reicht's. Aber nach einigen Modifikationen. Diese Maschine kommt serienmäßig mit Wechselstrom, obwohl Füllradschweißen auch gepolt, also quasi im Gleichstrom passieren soll. Deswegen ich die Anlage umgebaut habe auf Gleichstrom mit einem Gleichrichter. Das sollte man auch nur machen, wenn man wirklich Ahnung davon hat. Gleichzeitig habe ich die Spannung auch noch geglättet mit großen Kondensatoren und da jedes Mal, wenn ein Kurzschluss, also wenn man backen bleibt, das ganze Teil anfängt aufzuhören, hat sie auch noch eine extra Stromversorgung für den Vorschub. Und als ich das Ganze modifiziert habe, kann man jetzt tatsächlich sagen, okay, Fülldraht schweißen, so für im Garten, Gartentor mal oder eine Schubkarre zusammenschweißen, super einfach, super gut. Aber vorher war das eine Katastrophe und natürlich ist es mit einer richtigen Schweißmaschine nicht vergleichbar. Aber Thema Schweißen, ich habe es echt unterschätzt, was gefühlt in jeder zweiten Werkstatt steht hier so eine Schweißbratmaschine. Und wie gesagt, wir werden uns dem Thema annehmen, aber wir müssen erstmal wieder so ein bisschen im normalen Drehzahlbereich laufen, damit wir auch Besuch ordentlich empfangen können und so weiter und so fort, ne? Aber interessantes Thema und was ich ja dann auch erstaunlich finde, ich weiß, was das Ding gekostet hat, vielleicht 130 Euro. Dann bist du damit am Braten und denkst, kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Und dann nimmst du dir aber die Zeit, was er sagte hier, Kondensatoren eingebaut, auf Gleichrichter und. Die Zeit hast du normalerweise ja schon das Geld verdient, um dir etwas Ordentliches zu holen. Ne? Und das, aber vielleicht wurde seine Maschine einfach nicht aufgebaut. Er hat gedacht, okay, ich brauche noch irgendwas für den Garten. Ja, du hast einfach den Ehrgeiz. Ne? Ja, klar. Also es macht ja auch Spaß dann zu fuddeln. Und das Know-how anscheinend ja auch. Ne? Ist, ja. Ich denke mal schon, dass auch irgendwie, würde vielleicht schätzen, Industriemechaniker ist.
Oder irgendwas mit Elektro gemacht? Na, doch schon. Ja, oder irgendwas mit Innensechskantschlüsseln. Oder das. Und mit einer Fiskarsäge. Jo. Da. Das ist die hier zum. Mit dem Dings. Ist das nicht aus unserem Test, die so rausfährt? Ja, wir hatten eine kleine. Das ist jetzt die SW75, wenn ich mich nicht echt. Ach so. Aber auch ein schönes Beispiel mit der Tauchsäge. Ja, was hat das? Ist halt sicherheitsrelevant, ne? Ist gefährlich. Genau, das hatten wir halt damals in der Firma halt auch. Wir hatten eine von Makita und die war halt auch nach einer Zeit kaputt. Und da hat der Geselle sich auch fast auch mit verletzt und hat gesagt, Chef, ich säge da nicht mehr. Weil genau das Problem war da. Du hast halt deinen Schnitt gemacht, hast halt wieder du hast einen Schnitt gemacht und dann ziehst du, ist das ja so, dann ziehst du die Säge wieder runter von der Schiene und dann ist das ja mal so meistens, dass halt dann auch der Sägetisch wieder runterklappt, sodass auch das Sägeblatt halt auch wieder verschwunden ist. Und das war halt der Fall halt nicht. Hier nochmal jetzt demonstrativ diesen Einsatzfall. Wir tauchen ein, dann gehen wir aus dem Werkstück raus, setzen ab und das geht so schnell. Ja, und Punkt 3 ist dieses super tolle Teil. Eine Druckluftkartuschenpistole. Eigentlich hat auch diese ihren Job erstmal ganz gut gemacht. So die ersten 2-3 Kartuschen. Und dann ist die Dichtung, die hier hinten drin ist, langsam versagt. Und hat sich gesagt, ich lasse mal die Luft auch an der Seite raus. Und ich habe jetzt leider kein Einschauungsmodell, aber man kann sich vorstellen, wenn man so eine Blechkartusche hier drin hat, dann geht die Luft hier dran vorbei und zerdrückt die ganze Kartusche so. Das bedeutet, während man arbeitet, kommt hier vorne auch was raus, ist alles super. Und irgendwann kommt nichts mehr raus, obwohl sie noch nicht leer ist. Und dann hat man eine wunderbar zusammengedrückte Kartusche hier drin. Außerdem ist das zweite Problem, wenn man jetzt so ein Material hier verarbeitet und so eine Mischdüse dran hat, dann ist selbst mit 8 Bar da der Sack zu. Das kriegt ihr einfach nicht hin, weil so viel Verlustluft hier an der Seite überall austritt, dass das einfach nichts bringt. Und so habe ich mir jetzt wieder eine händische geholt. Das geht natürlich dann nach der zweiten Kartusche auch ein bisschen in die Arme, wenn es keine besonders gute ist. Und es ist keine besonders gute, aber sie ist wenigstens zuverlässig und macht auch die Kartuschen leer. Ja, das waren meine Flop 3 und macht so weiter wie bisher und bleibt bitte gesund. Ja, wenn das sowas für ihn wäre, gibt auch von Makita, der hat auch Makita-System gesehen. Ja, absolut. Ne? War auch ein Überraschungsmoment für uns, dass viele diese Akkukartuschenpressen nicht kannten. Und ich glaube, wir haben auch viele auf die Idee gebracht, weil viele genau diesen Moment kennen, wenn du mit einer Handpresse unterwegs bist und du musst wirklich ein paar Meter machen. Das geht ja hier so in den Unterarm. Erstmal in die Hand und dann hier. Ne? Ja. Ich will jetzt auch nicht hier in den Band. Aber da hast du natürlich einen schönen trainierten Unterarm danach, wenn du da ordentlich jeden Tag Meters machst. Ja, aber du hast irgendwann den Moment, da kannst du nicht mehr. Auf jeden Fall, schöne Sache, wird, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Und vor allen Dingen, Henrik, was du meintest, mit Druckluft, auch gut und schön, aber je nachdem, wo du bist, brauchst du ja erstmal wieder Druckluft. Ne? Das heißt, du brauchst einen Kompressor. Einen langen Schlauch. That's what she said. So, nächster Kollege hier. Ist hier in so einem Pavillon. Pass auf. Sieht aus wie selbst gebaut hier. Ich ahne doch schon was. Hallo, ja, ich sitze hier gerade in meinem aktuellen Projekt, einem Spielhaus für meine Kinder. Ihr habt nach unseren Top 3 Werkzeugen gefragt und da mir die Entscheidung an der Stelle besonders schwer fallen würde, suche ich euch stattdessen meine 3 schlechtesten Werkzeuge raus und bin mal ganz gespannt auf eure Meinung. Ja, jemand. Boah, was ist das denn? Das ist auch wie ein Holzwurm. Alter, ey, nice. Das ist schon eine geile Werkzeugwand, ne? Schnellspannzwingen von Wolfkraft, hier die Magnetschale. Von HZ? Ja. Den Tacker. Ach, hier guck mal, so ein Multilineal. Drechseleisen, Stecheisen, verschiedene Hobel, Handhobel. Das sieht schon aus wie eine Hobelsammlung. Ist wahrscheinlich Hobelsammler. Hier so eine Magnetdings da mit dem 033er Schlüssel. Vielleicht sieht, bin ich eher so der Holzwurm und arbeite auch gerne mal mit Handwerkzeugen. Aber mein Platz Nummer 3 ist was Elektrisches. Weißt du, was das ist? Wenn du irgendwo im Baumarkt bist, dann sind doch auf deinen Kopfgondeln sind diese Videodisplays. Ja. Wo immer was läuft, ja, wie ja, toll alles ist. Haben Sie die ewige Suche nach dem passenden Werkzeug satt? Ärgern Sie sich immer wieder über abgelegt. Das hat er wahrscheinlich da gekauft, weil das ist genau so ein Ding. Wo du denkst, ah, Alter, lass es doch. Ja, schön. Mit diesem Mini-Sägeblatt. Ne? Tada. Ja, schöne kleine praktische Handkreissäge, habe ich mir gedacht.
Aber hier dieser erste Entwurf des Herstellers ist von der Handhabung her eine absolute Katastrophe. Man muss diesen Schalter ziehen und gezogen halten, dann hier einen Taster drücken und dann das Ganze auch noch mit Kraft auf den Werkstoff bringen. Und ganz ehrlich, das ist echt anstrengend. Da kriegt man ordentlich Muskelkater in den Händen. Viel angenehmer ist dabei diese kleine Handkreissäge, die habe ich mir jetzt vor kurzem für mein aktuelles Projekt mal besorgt. Leistungsfähiger, handlicher und schneller. Ja, GKS 12V 76. 76, ja. 76 steht nicht für die Schnitttiefe, das wäre schön, sondern für den Durchmesser des Sägeblatts. Ist, glaube ich, mit einer Makita so die erste kleine Handkreissäge in dem Bereich gewesen. Das Ding macht wirklich Laune, auch von der Handhabung. Aus dem Kopf her würde ich sagen, dass es auch eines der ersten Geräte war, wo Bosch mit 12-Volt-Bereich in diesen Bereich vorgedrungen ist, weil über Brushless auf einmal auch die Power da war in diesem kompakten Segment. So, Platz Nummer 2 und ich weiß, dafür kriege ich Schimpfe. Das ist diese Standbohrmaschine hier. Die habe ich mir besorgt, als ich noch keine Werkstatt hatte. Damals hatte ich einen kleinen Fahrradschuppen, vielleicht 5 Quadratmeter. Und immer wenn ich was bauen wollte, musste ich das ganze Werkzeug nach draußen auf den Hof schleppen. Da konnte ich dann in Ruhe arbeiten und abends im Dunkeln habe ich dann mit der Taschenlampe mein Werkzeug wieder eingesammelt und zurückgebracht. Für die Zeit war das Ding auch ganz in Ordnung. Aber für eine richtige Werkstatt, ach, ist es doch so ein bisschen Spielkram. Das Display ging ganz schnell kaputt. Einfach einmal, oh, meine Corona-Frisur. Bin ich mal mit dem Daumen gegengekommen, knack war das hinüber. Das Bohrfutter ist ziemlich schwierig zu bedienen. Lässt sich nicht gut lösen, wenn man mal einen größeren Forstnerbohrer benutzt hat, dann klemmt sich das ein bisschen fest. Also wenn man eine Werkstatt hat, ist es nicht so perfekt. Einziger Vorteil, man kann den Fuß umdrehen. Das ist, glaube ich, nicht wirklich so gedacht. Aber wenn man den Fuß nach hinten schwenkt und das ganze Ding auf die Werkbank stellt, dann kann man auch mal einen größere Werkstücke damit bohren. Hat dann einfach mehr Möglichkeiten. Das geht allerdings dennoch. Heute würde ich mir das Ding nicht mehr besorgen. Und hier ist mein Platz Nummer 1. Ein digitales Maßband. Ja, da habe ich mal einen Kickstarter unterstützt und ihm 10 so eine Dinge abgenommen und die hier in Deutschland verteilt. Ich glaube, mehr sind es nicht geworden. Das ist nämlich auch kein Wunder. Besonders gut ist es nämlich nicht. Hier einmal so eine Schnur, mit der ich die Entfernung messen kann. Ich habe aber immer wieder feststellen müssen, so ein paar Millimeter Abweichung gibt es doch und nennt mich altmodisch, wenn ich mir ein Maßband in die Hand nehme, dann will ich messen und nicht schätzen. Krass, das ist auch ein guter Spruch. Wenn ich messe, ich will nicht schätzen, ich will messen. Aber das, ich habe mir gerade gedacht, ne, so als ich diese Schnur gesehen habe, okay, was wäre der Vorteil der Schnur? Okay, du kannst sie irgendwo drum Ficken? Machen ja. Und kannst zum Beispiel mal eben so einen Durchmesser. Aber da gibt es mittlerweile auch einen Zollstock, der kann das auch. Den stellen wir euch demnächst mal vor. Einen Gliedermaßstab oder einen Zollstock? Ja, einen Gliedermaßstab für was weiß ich. Aber was ich mir vorstelle, wo es kritisch wird, weil du ja gar nicht kontrollieren kannst, wie sich die Schnur aufrollt. Genau. Mhm. Also fast unmöglich. Dann ist die auf der einen Seite mal mehr und dann hast du schon mehr Umfang. Wie bei einer Kabeltrommel. Ja, genau ja. Wie bei einer Kabeltrommel. Wie soll das gehen? Und das ist ja der Vorteil bei einem Maßband. Da kannst du nicht irgendwie mal schräg mal drüber oder zweilagig, dreilagig wie bei Klopapier, sondern das ist halt so, das geht halt rein wie raus. Ne? Ja, und du hast halt noch auch da die Skalierung drauf. Ne? Ja. Das ist ja echt nur einfach so ein Bindfaden, der aufgerollt wird und darüber gemessen wird. Aber immer ein bisschen schade, kann noch ein bisschen mehr. Wir müssen noch mal weiter gucken. Das kann noch ein paar andere Features. Ja. So was hier, das arbeitet ohne Batterie, ist immer einsatzbereit und kleiner auch noch. Ja, weitere Funktionen hat es auch noch. Und zwar ein Entfernungsmesser. Ja, der tut aber nur so, als wäre es ein Laserentfernungsmesser. In Wirklichkeit arbeitet er mit Ultraschall und ist damit nicht besonders genau. Eine Variante gibt es hier allerdings, die ist tatsächlich was Besonderes. Und zwar ist hier so ein kleines Rädchen, mit dem ich Strecken ausmessen kann, an die ich vielleicht kein Maßband anlegen kann. Damit habe ich zum Beispiel die Länge meines Kreissägeblatt hat doch keine Länge.
Bandsägeblatt ist natürlich abgemessen. Einfach eine kleine Bleistiftmarkierung, einmal rumgedreht und dann wusste ich die Länge. Ja, das sind meine drei unnützesten Werkzeuge. Bin ich mal gespannt, was es ansonsten noch gibt. Aber wie er einfach mal direkt 10 Stück gekauft hat. Ja, Idealist, ne? Also Kickstart-Sachen, das tut mir dann ja auch so ein bisschen leid, ne? Weil die Jungs, es ist ja immer so, du hast ja, du kennst das ja vielleicht selber von dir, du hast irgendwie so eine Idee in irgendeinem Projekt und da verliebst du dich in die Idee. Und ab einem bestimmten Punkt realisierst du nicht mehr, dass das Quatsch totaler ist. Quatsch ist. Mhm. Und dann willst du es ja aber nicht eingestehen und rennst halt weiter. Ja, okay. Und wenn du dann so ein Kickstart-Projekt hast und dann hast du vielleicht schon, was weiß ich, 120.000 Dollar bekommen, dann denkst du, scheiße. Dann hat er wahrscheinlich am dritten Abend da gesessen, weißt du was? Das ist nichts. Dann guckt er da auf seine Kickstarter-Seite da, scheiße, 120.000 Dollar, ich glaube, wir müssen das Ding durchziehen. Aber diese Idee mit dem mit diesem Roller da, ne? Ja. Die war ganz cool. Was ich hab cool finden würde, wenn man hier noch so eine Skala hätte, die wirklich zeigen würde, okay, wie viel habe ich jetzt? Ja, und das habe ich bei dem damals so gedacht, dass das so wäre. Nee, aber tatsächlich hat der ja ganz normal Laserentfernungsmesser und wir haben noch einen, ne? Weil wir haben so ein paar Bandmaße. Ja, du hast einen vom Amazon bestellt, glaube ich. Und wir haben hier so zwei Kombi-Geräte. Ein Maßband, ganz konventionell, mit Laser-Entfernungsmesser. Wobei, hier kommen Batterien rein. Hier hast du einen Micro-USB-Anschluss, da kannst du einfach einen Akku laden. Die zeigen wir euch nochmal ein bisschen genauer demnächst irgendwann. Und auch praktisch, die haben hier Magnete. Das heißt, wenn du irgendwo an einem Stahlträger bist oder so, kannst du klack dran machen. Und dann ziehst du einfach, so wie hier an einem Baustellenradio. Ne? Die Dinger, also Entfernungsmesser haben wir hier auch mal getestet, funktioniert einigermaßen, kann man eine Empfehlung für aussprechen, verlinken wir euch unten in der Beschreibung. Das Kickstart-Projekt wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben, aber jetzt gibt es den nächsten Kollegen, der auch einen Makita im Hintergrund hat hier. Hier meine drei Werkzeuge, die ich nicht ganz so mag. Da wäre einmal das etwas ältere Modell vom Makita-Radio. Was ich daran nicht mag, einmal hier oben die Antenne, das haben die irgendwie nicht wirklich gut befestigt. Wenn man die Akkus rausnimmt, löscht sich natürlich die Zeit und die ganzen Programme, die da drin sind, und es fehlt an DAB+. Was ich auch nicht wirklich so optimal finde, ist die Endlautstärke, aber das habt ihr in euren Reviews auch schon bemängelt. Das alles kann das neue Gerät besser, aber ja, trotzdem nutze ich es immer noch gern. Ja, geil ist mit der Antenne. Aber immerhin hat er die Antenne ja schon montiert, weil mit der Version hat Makita das Radio wirklich idiotensicher gemacht, nämlich für so Kollegen wie mich. Ich habe das ja damals ausgepackt, wollte das drehen. Ja. Und ich dachte, wo ist diese scheiß Antenne? Und habe mich tot gesucht nach der Antenne. Und dann habe ich über Insta oder auf dem Video das gesagt. Mein Zuschauer André, guck mal im Karton. Da ist so eine Kartonumverpackung, sieht aus wie Stoßschutz. Ja. Die Kartonverpackung quasi als Schutz für das Radio innen drin, die war halt so gefalzt. Und in dieser, da wo du reingucken kannst, da war diese Antenne reingesteckt. Ah. Und aber auch kein Zettel, kein Beipackzettel, kein Mix oder in der Anleitung, Achtung, wenn Sie die Antenne vermissen, die ist da drin. Also ich habe an mir gezweifelt. Ich bin fest davon ausgegangen, dass sie weg ist. Die ist weg. Und war sie aber nicht. Aber jetzt ist es hier mit in den Griff drin. Genau. Ihr habt quasi das Problem mit der Antenne in den Griff bekommen. Ach, oh. Ganz was Tiefschürfendes. So, weiter geht's. Hier mein zweites Werkzeugset. Das habe ich geschenkt bekommen. Und ja, wie es mit dem billigen Werkzeug so ist, bemängel ich hier vor allem die Qualität der kleinen Zange, der Spitzzange. Die ist ein bisschen zahnlos geworden. Da habe ich wirklich nur kleinere Metallklammern damit rausgezogen. Und ja, also ich könnte schon gut neue Zange brauchen. Und als drittes, das werde ich auch nie verstehen. Die Jungs von GTÜ, was heißt das einfach? Also das ist ja so wie KÜS und TÜV und DEKRA. DEKRA. Ne? Die sagen sich, wir wollen jetzt mal marketingtechnisch durchstarten. Und wir werden jetzt unsere Kunden zu glücklichen Werkzeugbesitzern machen und wir stehen für Qualität, und dann kommen die Leute immer mit solchem Scheiß an.
Also, und was ich schon an Werbegeschenken bekommen habe, wo ich eigentlich im Prinzip auf so einer Messe bin oder irgendwas und dann schon am Ausgang habe ich das Ding eigentlich entsorgt. Weil es ist einfach Sondermüllproduktion und das ist ja auch nichts Wertschätzendes. Das hat ja auch keinen Wert. Dann würde ich sagen, okay, dann mach mir wenigstens einen schönen Kugelschreiber für 1,50 Euro, den benutze ich vielleicht noch was und der funktioniert und macht das, was er soll. Ja. Aber das ist doch auch wirklich Anti-Werbung. Ja, aber ich glaube, das ist manchmal, also gerade dieses Messenbeispiel, ist glaube ich mal, wer die dicksten so ja. von den Herstellern. So, boah, guck mal, was wir für Messestand haben und guck mal, was wir als Werbegeschenk haben. Wir verschenken Werkzeug. Ja, so. Ey, das ist genau wie diese Multitools von der Schießbude. Das zum Beispiel ist ein Multitool, das solltet ihr euch ruhig gönnen. Zum Beispiel Multitools habe ich bestimmt auch schon mal 20 Stück in meiner Laufbahn bekommen als Werbegeschenke. Und im Extremfall habe ich gesagt, komm, du packst das Ding ins Auto irgendwo, was weiß ich, in die Reserveradulde rein, falls du das mal brauchst. Das Ding ist, nach 5 Jahren verkaufst du das Auto und du hast schon nach 5 Tagen vergessen, dass du dieses Multitool drin hast. Dann bist du irgendwo mal, brauchst einen Flaschenöffner oder eine Zange, dann hast du es vergessen. Und hier ist einmal investiert und locker etabliert, ne, sage ich mal. Schreibt doch mal unter das Video eure beschissensten Werbegeschenke, die ihr bekommen habt, wo ihr dachtet, meine Fresse. Und vor allen Dingen, wenn du sowas geschenkt bekommst, dann finde ich, ist es auch automatisch so ein Fremdschämen. Manchmal, man will ja höflich sein. Ja, aber mal, ne? Viele sind ja mal Jäger und Sammler, die wollen das ja Boah. Auf den Messen. Dann laufen die mit 40 Ikea-Tüten. Ja, aber was ist, wie aufregend, wie langweilig muss dein Leben sein? Aber du kannst es bestätigen, oder? Ja, klar. Dass du solche Leute, die einfach nur mal in den Tischen, die sagen auch nicht mal Hallo an den Messeständen, sondern die greifen einfach nur in diese Schale. Nee, auf Messen bekommt aber die Spezies Mensch eine ganz andere, irgendwie so ein ganz anderes Programm eingespielt, glaube ich, am Eingang. So, zack, sämtliche Sozialkompetenz wird rausgelöscht aus dem E-Prom. Genau. Und dann los. Wirklich sehr guter Hersteller, kommt von Eklar. Die kosten etwa 200 Euro. What? Aber für 200 Euro ja, erwarte ich halt mehr. Erstes Problem ist hier die Allradlenkung. Generell voll geil, dass das Allradlenkung hat. Und vor allem, wenn es gut beladen ist, kippt der um. Recht schnell zum Kippen, weil sich dann halt auch dadurch der Radstand ein bisschen ändert. Ja. Zweites Manko ist hier die Befestigung, die Schraube. Bei schweren Lasten hat sie sich schon öfters gelöst. Die Griffe waren halt auch wirklich nicht fest gewesen. Hier musste ich mit Sekundenkleber festkleben. Und wenn man über Pflasterstein gefahren ist, hat das wirklich sehr gerappelt. Da musste ich nochmal Hand anlegen und hier ein kleines Schaumstoffstreifen draufkleben. So, an und für sich kann man aber sagen, dass ich, wenn ich schlechtes Werkzeug habe, das in der Regel in Zeiten des Internets einfach wieder in den Laden zurückbringe. Das ist ja heutzutage möglich. Dann wünsche ich euch noch alles Gute. Ciao. Dieser Bollerwagen, ne? Interessantes Tool auf jeden Fall. Allradlenkung kann natürlich schon mal was, hätte man aber auch einfach entschärfen können, indem man einfach einen Lenkanschlag baut. Ja. Stimmt. Und es erinnert mich aber auch an eine Sache, die ich schon mal gekauft habe, nämlich so einen Cruiser-Fahrradanhänger. Und habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das sind eigentlich so die guten, weil wenn du bei Amazon einen Fahrradanhänger suchst, dann kriegst du so welche irgendwie so für 150 Euro. Da denkst du, das kann nicht sein. Und dann landest du irgendwie bei Cruiser und dann bist du bei 500 Euro. Und dafür willst du natürlich auch schon Qualität. Aber ich kann es gar nicht beschreiben. Die Dinger haben die Decken, die da drauf sind, also die Reifen. Mhm. Das ist so ein billiges Schrottzeug aus China. Nach einem Jahr, spätestens nach 2 Jahren, ist die komplette Decke gerissen. Dann die Felgen sind komplett verrostet, die Speichen sind komplett verrostet. Das ist so eine schlechte Qualität im Detail für so viel Geld. Das ist eine Frechheit. Also ein Fahrradhänger für die Kiddies, oder? Ja, oder ein Hund oder so. Gibt's also auch sonst. Nee, nicht, dass ich mir komplett falsch liege hier. Ja, ja, es gibt so einen Dog-Cruiser und vom Prinzip sind die gut gemacht, auch wie man die umbauen kann oder so. Aber es ist ähnlich wie da. Markenhersteller, hochpreisige Ware und dann an so Kleinigkeiten. Also Kleinigkeiten. Eher, dass er auch einfach gelöst hat, dieses Klappern, ne? Ja, und das verstehe ich nicht. Du hast eine Erwartung des Kunden und dann macht er auch 10 Euro extra. Moin, moin, liebes Bauforum. Kim Jong. Kim Jong unsichtbar. Den Username kenne ich. Der ist. Echt? Kennst ja, du den? Ja, ja, der kommentiert auch mal. Ich glaube, der ist aber noch nicht so lange beim Kanal dabei. Auf jeden Fall hat er auch irgendwas mit Zweitakter am Start. Und hat sogar ein bisschen was Nettes da drauf gemalt. Ja. Ist das ein Zweitakter-Kolben oder ein Viertakter? Ist hier auf jeden Fall ein Multitool. Ach, Multicutter. Ja, von Bosch. Da bin ich mal gespannt.
24-Team, herzlich willkommen aus meiner Werkstatt, herzlich willkommen wieder einmal im Querformat und ja, für ein Top 3 der schlechtesten Werkzeuge in meiner Werkstatt hat es nicht gereicht, ich kann nur ein schlechtes Werkzeug anbieten, dafür finde ich das wirklich grausam und zwar ist es das PMF 180E Multi von Bosch in grün und das habe ich mal gekauft, da kamen diese ganzen Multitools fürchterlich in Mode. Da gab es auch in jedem Baumarkt den feinen Multimaster zu irgendwelchen Sonderpreisen und im Set und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir, ja, feinen Multimaster war mir ein bisschen teuer. Und ich dachte, nimmst du halt mal so ein Gerät von Bosch, das kann das ja bestimmt auch. Aber ich muss sagen, es ist grausam. Ich hasse dieses Ding. Es ist einfach nur fürchterlich, damit zu arbeiten. Es vibriert wie Sau. Nach 10 Minuten spürst du deine Hände nicht mehr. Und das Funktionsprinzip ist eigentlich... Es macht einen so durchdringenden, nervigen Ton, dass sämtliche Werkstoffe, die man damit bearbeitet, in ihre atomaren Bestandteile zerfallen vor Schreck. Das ist kein Oszillationstool. Sondern? Ultraschall. Ultraschall. Das hat er nicht verstanden. Das ist Ultraschall. Der macht durch Schallwellen. Es ist wirklich grausam. Wenn man das Gerät einschaltet, haltet euch bloß die Ohren zu. Macht es einen fürchterlichen Krach und es ist wirklich nicht schön, damit zu arbeiten. Es kam auch in diesem wunderschönen, hässlichen Koffer und ja, ich hasse es. Der Junge ist durch mit seiner Beziehung. Der ist fertig. Ne? Der ist durch mit seiner Beziehung. Dieses Geräusch, das ist einfach ein hochdrehender Motor. Warum der so hochdreht, wenn man zum Vergleich mal den Bosch 12 Volt hier... Ist auch nicht so leise, ne? Aber was mich wundert ist, guck dir mal an, wie dicht die Aufnahme bei dem an dem Gerät war. Und guck mal, was du hier hast. Vielleicht ist hier auch so das Geheimnis, dass das Ding nicht so vibriert wie die Sau. Okay. Also zumindest hier vibriert und nicht hier im Griff. Es ist auch jetzt seit Jahren wieder mal aus dem Schrank gewandert. Sonst fristet es seine Tage hier bei mir im Schrank. Und wird nur im allergrößten Notfall mal eingesetzt. Aber auch dann merke ich immer wieder, nee, das taugt nichts. Also letztendlich wird die Werkstatt wohl doch schwarz-gelb bleiben. Das bewährt sich dann eher. Das ist ja auch genau das Ding. Wenn du ein Werkzeug hast, was keinen Bock hat, wo du schon eine Aversion entwickelst, naja, dann holst du es natürlich wirklich nicht raus. Und dann liegt es da im Schrank, da hast keinen Bock und hast eigentlich schon eine... Okay, weiter geht's. Schöne Grüße an euch. Ja, der kam aus dem Norden, ne? Ja, ich finde es gut. To that Sprech. Note. To that note. Ja, Röhrig, to that note. To that note. Ah, das ist hier so ein billiger Druckluft... Meißel. Da ahne ich auch nichts Gutes. So, hallo liebes Bauforum. Die mir meine Top 3 Werkzeuge gesehen habt, wollte ich euch auch noch meine Top Flops zeigen. Das wäre zum einen hier dieser Druckluft Stemmhammer, würde ich ihn jetzt nennen. Ja, ich habe einfach irgendwie keinen richtigen Anwendungszweck dafür. Wenn ich irgendwie am Haus, in der Scheune oder sonst wo was einreiße oder Kabel verlege, nehme ich halt einen elektrischen Bohrhammer und ich stehe hier. Und so bei Karosseriearbeiten habe ich ihn einfach noch nicht gebraucht. Ich nehme an, dass er dafür eigentlich gedacht ist, aber habe ich noch nicht gebraucht. Und ich finde es auch irgendwie diese Variante hier vorne mit dem mit der Feder, die da aufgeschraubt ist und einhändig kriege ich es gar nicht ab. Muss ja auf- und abgedreht werden, um die Meißel zu wechseln. Finde ich irgendwie auch nicht so prickelnd. Habe ich mal geschenkt gekriegt und einfach bis jetzt noch nie verwendet. Mal ausprobiert, aber nicht wirklich verwendet. So, Flop Nummer 2 ist kein Werkzeug und zwar ein 5 Liter Kanister Bremsenreiniger. Da ich halt immer schon ein paar Dosen im Jahr gebraucht habe, dachte ich mir hier aus ökologischen Gründen, ich kaufe mir mal einen 5 Liter Kanister und fülle das Ganze dann in eine Pumpflasche. Sind mir aber schon mehrere Pumpflaschen hintereinander davon kaputt gegangen, die einfach mit der Zeit undicht wurden. Sodass das Ganze sich ökologisch auf jeden Fall nicht rentiert hat. Wollte ich mal fragen, vielleicht habt ihr einen Tipp, welche Pumpflasche man dafür gut nehmen kann. Ich hatte mal eine von Neptun, mal eine von, da stand Wirt drauf. Hatte aber immer jedes Mal dieselben Probleme gehabt. Nach ein paar Monaten sind die undicht geworden, ich habe sie weggeschmissen. Da ist der Kanister auch noch so voll, weil ich dann doch wieder auf die normalen Dosen zurückgegriffen habe. Interessantes Thema. Wir haben ja hauptsächlich diese Pumpenflaschen von Würth. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sogar eine Version davon gibt, die extra für solche Sachen ist wie Bremsenreiniger. Weil das Problem ist einfach die Dichtung.
Ne, die werden angegriffen durch den Bremsenreiniger und dann werden die hart, porös oder auch die, das ganze Gelumpe da in dieser Pumpe. Ja. Ja, und dann hast du das Problem. Aber was eventuell eine Lösung sein könnte, wäre der Kollege hier. Müssen wir erstmal den Weihnachtsdeko hier abmachen. Wir haben das zwischendurch mal genutzt zum Ausblasen und ich finde, es sieht auch cool aus. Ja. Es ist so eine schöne Dose aus Alu und die hat hier einen Druckluftanschluss für ganz normal wie einen Reifenfüller, also für einen Reifenfüller. Damit pumpst du die Dose hier auf 8 Bar auf und dann gibt es hier auch noch so Sprühköpfe. Hier habe ich hier so eine Nadel für normal Sprühöl. Ich kann aber auch nicht sagen, ob das mit Bremsenreiniger funktioniert oder nicht, aber zumindest musst du ja nicht aufpumpen. Aber du hast hier auch eine Gummidichtung, ob die mit Bremsenreiniger so gut klarkommt nach einer Zeit, können wir auch nicht sagen. Aber da würde ich mal sagen, Schwarmintelligenzmodus angeschaltet. Wenn ihr Erfahrung habt hier, Bremsenreiniger zum Nachfüllen und dann eine entsprechende Pump- oder Sprühflasche, dann schreibt das mal unters Video und dann kann ich die auch vielleicht nochmal unten in der Beschreibung verlinken, wenn da was rauskommt. Oder schreibt mir über Instagram, na, wie dem auch sei. Grundsätzlich haben wir aber auch hier Bremsenreiniger in solchen Dosen. Ja, ist halt ein Verschleißartikel. Wenn ihr übrigens nochmal Empfehlungen habt, was ist der beste Bremsenreiniger von der Wirkung, Reinigungswirkung, Rückstandsfreiheit, schreibt es auch mal in die Kommentare oder gebt mir einen Tipp. Wir sind da auch gerade noch auf der Suche, weil wir wollen mal so ein paar Bremsenreiniger vergleichen. Hier die langen Bohrer nehmen mit SDS-Aufnahme. Und da ist es jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, man kriegt, was man bezahlt. Und hier sieht man schon, dass ich schon, obwohl ich quasi größtenteils in BIMS bohre, extrem verschlissen sind, sieht man an dem hier eigentlich ganz schön, wie abgenutzt hier oben schon der Bereich ist. Und wir haben einen, das ist hier schon abgeschert, genau bei dem hier. Da ist mir die SDS-Aufnahme abgeschert, als ich auf ein Stück Stahl gestoßen bin. So. Das heißt, die sind qualitativ nicht so hochwertig. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem hier. Das ist jetzt von Bosch. Das ist natürlich jetzt auch nicht das Ultimative, aber der hat schon viel mehr gebohrt als die anderen und sieht noch viel, viel besser aus. Und da ist auch nichts abgeschert. Jo, Thema Bohrer, klassisches Thema für mich. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ich hatte auch mal aus irgendeiner Schießbudenkiste auch mal so Steinbohrer und HSS-Bohrer. Das war im Notfall, weil ich mal irgendwie gerade nichts greifbar hatte und das lag irgendwo rum. Katastrophe. Unsere Empfehlung, sowohl aus unserer Praxis als auch hier aus den Bohrhammer-Tests, diese Hilti CX-Bohrer. Die haben eine Vierfachspitze und die haben ein schönes Magazin immer dabei. Es gibt allerdings auch Bohrer von Bosch, wie der Kollege gerade sagt. Und da gibt es die Standardbohrer und da gibt es die Plus 7, glaube ich, heißen die. Mhm. Oder irgendwas mit 7. Verlinkt mal unten in der Beschreibung. Die sind deutlich günstiger als die Hilti. Ich glaube, ein Drittel oder so. Und bisher habe ich da auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Und selbst wenn du zum Beispiel mal Armierung triffst, ja, kommen die mit durch. Also teilweise wunderst du dich, dass auf einmal Armierung da war und die ist weg. Ne? Also glaubt man gar nicht, weil normalerweise würdest du denken, okay, wenn du jetzt auf Stahl kommst, ist der Bohrer hin, aber damit nicht. Und da siehst du ja auch, ne? Du bist dann da eine Bohrer und das ist auch, es gibt in vielen Baumärkten, siehst du die auch, diese langen SDS-Bohrer, da irgendwie so 5 Stück und dann siehst du dann 20 Euro. Und dann sage ich schon, okay, also das wäre so, als wenn ich jetzt essen gehen würde, dann gucke ich in die Karte, Schnitzel mit Pommes, 1,50 Euro. Das ist irgendwo eine Grenze, da würde ich sagen, nee. Ich möchte mich ja nicht vergiften oder so. Aber netter Vergleich, oder? Ne? Der passt. So, als nächstes haben wir den Stefan. Und Stefan hat auch so ein paar Flops schon in seiner Werkstatt gehabt. Da hattet ihr auch bereits nachgefragt. Da habe ich eigentlich nur einen Vergleich, den ich mal machen wollte. Und zwar von zwei Taschenmessern. Und zwar ist das hier das von Victorinox, das Multitool, ich glaube Swiss-Tool heißt es von denen. Und hier das Leatherman Sidekick. Und wenn man hier mal vorne reinguckt und so ein bisschen so diese Haptik betrachtet im direkten Vergleich, da muss man schon sagen, Victorinox weiß, wie man Messer baut. Und das Leatherman Sidekick ist eigentlich eher schlecht. Man muss allerdings sagen, das ist deutlich günstiger. Ich würde es auch nochmal kaufen.
Aber wenn man weiß, was es hier wirklich an Werkzeug gibt, qualitativ, will man eigentlich das hier gar nicht mehr haben. Ich habe das nur in mehreren Taschen, ich habe mehrere hiervon, das in mehreren Taschen drin und das ist halt echt eine gute Sache. Ist besser, als wenn man nichts hat, um sich weiterzuhelfen. Dann habe ich noch einen Kreuzlinienlaser von TagLife, TagLife, weiß ich nicht genau, wie die ausgesprochen werden, habe ich bei Amazon gekauft. Hat an sich gut funktioniert, ist auch eine Riesenhilfe, weil der dir ja ermöglicht, ohne eine Wasserwaage Sachen sehr schnell gerade aufzuhängen. Nachteil ist, der ging nach dreimaliger Benutzung schon nicht mehr. Ich habe dann den Kundensupport angeschrieben. Da hat man mir auch recht schnell geantwortet, wollte so eine Fehlerbeschreibung genauer haben und nochmal, dass ich andere Batterien verwende etc. Habe ich alles gemacht, tat es immer noch nicht und mir sollte dann ein neuer zugeschickt werden. Den habe ich bis heute noch nicht erhalten. Das war im November letzten Jahres. Bis heute ist immer noch keiner angekommen und auf weitere E-Mails wurde auch gar nicht reagiert. Da bin ich jetzt etwas enttäuscht von. An sich ist das Gerät vielleicht auch ein gutes Gerät. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand Erfahrung gemacht. Ich würde an sich gerne wieder so ein Medium-Budget-Laser kaufen, wüsste aber jetzt nicht, welchen ich da nehmen soll. Vielleicht weiß die Community ja irgendwas, weil Hilti oder Stabila liegen mir in zu hohen Preisklassen. Und vielleicht ein Bosch Grün oder so. Mal sehen, was ihr da vorschlagt. Ja, Laser kann ich absolut bestätigen. Ich liebe das, mit dem Kreuzlinienlaser zu arbeiten. Egal, ob du einen Schrank andübelst, ob du ein Bild aufhängst. Weil das Geile ist ja auch, du lässt den Laser einfach an und du dübelst auf den Laser drauf. Ja. Also auf du bohrst direkt dann auf den Laser, auf die Linie. Mega. Du kannst auch über die Kreuzlinienfunktion ja auch schön die Abstände machen. Dann, was weiß ich, misst du. Du willst von der Wand oder du brauchst irgendwie eine Flucht mit einem anderen Schrank. Dann misst du halt, dann stellst du den Kreuzlinienlaser so, dass der genau fluchtet. Ja. Und dann hast du unten auch die Flucht. Das ist so eine Erleichterung. Und es gibt ja auch Sachen, die kannst du eigentlich mit einer Wasserwaage gar nicht machen, ohne jetzt groß anzuzeichnen. Beispielsweise, wir haben unsere Türen hier im Büro beschriftet. Und willst du da jetzt groß aufzeichnen und so weiter, indem du so einen Folienplot da drauf machst? Nee, brauchst du gar nicht. Einfach Laser in den Raum stellen, die Höhe einstellen, dann hast du die Höhe auf allen Türen direkt. Und dann gehst du einfach hin und pinst das dran. Mega, mega. Weil auch dieser Schritt, der entfällt dann ja. Sonst mit einer Wasserwaage, okay, du musst es in Waage bringen, aber auch in die gleiche Höhe. Ja. So, der Laser ist im Raum, so wie hier, kleiner Witz. Aber du hast dann auch alle Bilder zum Beispiel an der Wand. Das ist mega. Und TagLife, ja, ist eine billige Marke, so eine Budget-Marke. Ich glaube, du hast einfach das Problem, wenn du Ausfälle hast. Ich denke, dass die Dinger einigermaßen funktionieren, aber du hast vielleicht einen Ausfall und dann kommt genau das zum Tragen. Kundenservice. Und wenn du mal überlegst, der Laser hat vielleicht für TagLife 10 Euro gekostet und jetzt kommt ein Kunde als Störfaktor und aufschlagt den Call Agent da oder die Dame am Telefon. 10 Minuten, rechne das mal gegen. Deswegen sind ja auch gerade solche Firmen manchmal eher dazu geneigt oder auch Amazon. Die hampeln ja nicht groß rum mit irgendwelchen hin und her von wegen Reklamation, sondern du kriegst eine Erstattung, du kriegst ein neues Gerät, weil das unterm Strich viel billiger ist, betriebswirtschaftlicher, viel sinnvoller, anstatt da so Kleinkarriere zu handeln, wohl wissentlich, dass die natürlich auch manchmal beschissen werden. Ne? Aber unterm Strich ist es billiger. Und er hatte gefragt nach der Empfehlung und da hätte ich einen, nämlich unseren, den wir benutzen, den grünen Bosch. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Und zwar habe ich den noch mit so einer Stange. Die kannst du in der Höhe verstellen. Dann hast du auch so eine Feder. Das heißt, du klemmst den in den Raum rein. Unter die Decke oder auch quer, was weiß ich immer. Also den haben wir jahrelang schon. Und der war bezahlbar. Ne? Dann haben wir auch einen blauen noch. Aber wie gesagt, wenn du in dem oberen Bereich nicht starten willst, dann können wir den bedenkenlos empfehlen. Was mir auch aufgefallen ist bei dem Video, wo ich mir das erstmal angefangen habe, mir kam die ganze Zeit diese Stimme so bekannt vor. Ja. Und dann ist mir nachher zu Hause eingefallen, mit dem ich mich auch mega lange unterhalten auf dem Weg zur Flohmarkt. Ja? Ja. Und dann, ich habe das nämlich an der Serie gesehen, weil wir uns über feste Sachen unterhalten haben. Und dann ich sage, ja, die HK55 gibt es ja auch, die hat auch toll funktioniert. Ich sagte, ja, ja. Und dann haben wir uns mega lange unterhalten. Ich glaube, dass das ist. Und das Witzige ist,
Das würde mich auch interessieren, der macht halt auch so HiFi-Sachen. Ja? Und der hat mir so Bilder gezeigt, der hat so riesen Boxen hat er selber gebaut. Wirklich so groß wie du. Also PA oder für Home-HiFi? Nee, glaube ich für Veranstaltungen. Ja. So richtig fette Dinge hat der gebaut. Ja. Ich hoffe, das ist ja hundertprozentig. Ja? Da muss er mal schreiben. Ja, ich bin gespannt. Ja, und was er auch noch gezeigt hat, ist ja hier das Victorinox Swiss Tool, wo wir beide ja auch immer sagen, dass es von der Haptik her ja wirklich ununschlagbar ist. Ja. Unschlagbar, ja, genau wie unkaputtbar. Das ist halt wirklich. Aber das ist das, ne? Laserman sieht halt immer cooler aus, finde ich, muss ich sagen. Ja. Laserman ist auch cooler so von der Geschichte her, aber das ist wirklich, was die Qualität angeht, weiten besser, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Und du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Ja. Weil die Haptik. Du kannst hier drücken, ohne dass es wehtut. Ja. So, und beim Leatherman drückst du richtig zu und dann musst du weinen. Ja. Vor Schmerz. Vielleicht ist das auch wieder männlich. Das Thema hier Multitools haben wir euch ja schon mal bespielt, gezeigt. Verlinken wir gerade mal das Video oben in der Infobox. Aber da gab es dann auch viele Leatherman-Fans, die gesagt haben, ja, das, was ihr bemängelt, teilweise richtig, teilweise hier die Schwergängigkeit, das wird noch fluffiger im Laufe der Betriebsdauer. Okay, aber dann betrachtet man sich den Punkt Preis und da ist das halt immer noch unschlagbar. Ja, das kostet nämlich einen Huni, also 100 Euro an sich ist viel, viel Geld, absolut, aber die ganze Leatherman-Kategorie, die fangen bei 100 noch nicht mal wirklich an. Ja. Hat auch eine lebenslange Garantie. Ein Nachteil in Anführungsstrichen ist, dass du die Schneiden in der Kombizange hier nicht tauschen kannst und beim Leatherman kannst du die teilweise tauschen. Aber genau, nicht überall. Nicht bei allen. Und da sind halt diese hochpreisigen Modelle, wir hatten glaube ich diese Surge, hatten wir, was glaube ich auch 180 oder 190 Euro kostet. Und dann gibt es, glaube ich, noch dieses Free P4 oder sowas. Das ist auch ein Leatherman, was über 200 Euro kostet. Ja. Dann kriegst du davon zwei. Ne? Ja. Aber letztendlich, der Groschen fällt spätestens, finde ich, für viele, wenn du siehst, dass es hier noch einen Knarrensatz damit zugibt in der Ausstattung. Und das ist echt mega. Da hast du auch wieder so, boah, cool, du hast Spaß, irgendwas zu schrauben. Du wartest, dass du irgendwas zu schrauben hast, um diese kleine Mini-Knarre auch auszuprobieren, die du immer dabei hast. Ne? Ja. Deswegen auch für Moped-Fahrer wie mich, gehört das eigentlich auch mit ins Bordwerkzeug. Ja. Ja, was halt ein cooles Faktor ist halt bei Leatherman, aber das haben die auch, glaube ich, diese Regelung, ist halt immer, dass du halt auch mal diese Klinge sofort einsatzbereit hast. Du kannst halt immer bei den meisten halt immer mit dem Daumen noch rausschieben. Was aber nicht legal ist. Ja, hier bei uns. Führungsverbot. Hier bei uns. Ja. Aber viele Zuschauer haben auch geschrieben in einem Multitool-Test, dass sie mit Leatherman gute Erfahrungen hatten, von wegen Service. Ja. Nach 10 Jahren irgendwas abgebrochen, eingeschickt, Neues gekriegt oder die Klinge war getauscht. Das ist aber bei Victorinox auch so, ne? Aber da wiederum auch Kaufqualität, dann hast du immer was und hast Freude dein ganzes Leben lang. Wenn du jetzt so ein billiges China-Multitool, du ärgerst dich nur, Performance ist für einen Sack oder für andere Körperteile. Und Ja, last und eigentlich auch least ist ein Bitset und zwar dieses hier von der Marke Workzone. Das ist bei Aldi gekauft. Man sieht das hier. Ich habe hier einen Bit drin. Ich versuche ihn mal zu zeigen, hier möglichst gut. Ah, wird er scharf? Da ist er scharf. Der ist abgebrochen. Und das ist ein 20er Torx. Kurzer Lifehack, Leute. Wenn ihr uns Videos einsendet, wenn du das Problem hast, ne, nimm einfach die Hand und halte den Bit in die Handfläche, weil dann kann die Kamera nämlich auf deine Hand fokussieren, weil so einen kleinen Bit erkennt der Autofokus gar nicht. Das ist das Problem, was der ADI auch immer hat, der Kollege. Der hat dann auch so ein geflügeltes Wort. Der sagt immer, focus you fuck. Ah. Aber das darf ich nicht sagen, weil dann wird das Video demonetiert. Hast du gerade schon gesagt. Ja, das Bitset ist an sich nicht schlecht. Ne? Also von der Konfiguration. Damit kannst du eine Küche aufbauen, wenn du dir die bei IKEA kaufst. Also man kann sich weiterhelfen. Nur ich frage mich, wenn schon der 20er Torx abbricht mit einem 12 Volt Akkuschrauber, warum ist hier ein 40er Torx für so einen Heimgebrauch drin? Den braucht doch kein Mensch. Oder hier ein PZ3 oder so, das braucht man ja eigentlich auch kaum noch. Nee. Ich hätte mir da lieber etwas bessere Stahlqualität gewünscht, wie zum Beispiel von Vera oder Viha zu finden ist und dafür etwas weniger Bits. Der Bithalter macht an sich einen guten Job. Also wenn man nur einmal was zusammenschrauben möchte, fertige Möbel, kann sich damit weiterhelfen.
Aber wie gesagt, die eine Schraube ist von einem der eine Bit ist von einem 12 Volt Akkuschrauber abgerissen worden. Ganz ehrlich, ich finde nicht mal für ein Möbel zusammenbauen. Das ist doch Mist. Weil ich muss mir meiner Sprache zügeln, aber genau solche Sachen irgendwo, du kommst irgendwo hin zu irgendwelchen Leuten, kannst du mal eben helfen? Ich kriege den Schrank nicht zusammen. Hast natürlich kein Werkzeug dabei. Ja, ich habe Werkzeug. Und dann kommt hier wieder die Schießbudengarnitur zum Tragen und dann bist du da und dann ist mir auch schon passiert. Dann bricht so ein verkackter Bit ab. Ja, und dann, was machst du dann? Dann hast du ein Bit und dann kannst du diesen Schrank eben nicht aufbauen und musst wieder 3 Tage warten. Das ist, vergiss es. Also, ist auch mal bei Umzügen so. Also, wie es ja sicher auch schon Freunde alle geholfen haben bei Umzügen in deiner Lebenszeit. Und da sage ich auch so, ja, ich habe Werkzeug. Ich sage, ja, nee, ich bin ein bisschen selber was mit. Weil dann kam ich da auch schon, wenn dann so, ein Schraubendreher. Ich so, ja, okay. Jetzt guck mal den Schraubendreher an und guck dir die Schraube an. Sag mal, was fällt dir auf? Ja, und? Ist da ein Schlitz? Ja, was hast du da? Kreuz. Ja, passt doch, oder? Ich so, nein, das passt nicht. Ja, da geht doch da rein. Ich so, das ist scheiße. So, das macht man nicht. Ja, ja. Ich so, ja, und jetzt? Naja, ich habe ja was mitgebracht. Ist ja jetzt nicht so. Aber das finde ich auch immer Katastrophe so. Ich glaube, das ist so eine elektrische Schere, ne? Ja. Moin, Bauforum-Team. Ihr hattet nach dem Flop 3 Werkzeugen gefragt. 3 Flop-Werkzeuge habe ich nicht, weil ich immer darauf achte, dass ich einigermaßen vernünftiges Werkzeug kaufe. Aber ein Teil gibt es dennoch, nämlich hier den Bosch Xeo Universalschneider. Was für ein Schrottgerät, ja, mit 3,6 Volt, viel zu schwach auf der Brust. Besonders handlich ist er auch nicht. Ihr seht schon an der Drehgeschwindigkeit, also wirklich was schneiden kann man damit nicht. Vielleicht Papier oder, keine Ahnung, ein bisschen dünnen Stoff oder so. Aber wozu soll das gut sein und praktisch sein? Also das hier war ein totaler Fehlkauf. Für nichts zu gebrauchen, absolut nicht empfehlenswert. Ja, das war's auch schon. Liebe Grüße, macht weiter so. Ciao. Boah, krass. Die gibt's ja auch in größer, also in richtig groß. Ich hab das noch nie vorher gesehen, um ehrlich zu sagen. Doch, habe ich schon gesehen. Das Schöne ist, hat Autoscharf. Wir gucken jetzt mal gerade, was die Amazon-Rezensionen zu diesem Produkt sagen und blenden die gerade mal ein, ob es da viele Negativkommentare gibt. Weil das ist ja das Thema Bewertung bei Amazon, richtig lesen. Mein Tipp ist immer, wenn ihr euch für ein Produkt interessiert, lest von unten nach oben. Also klickt auf die 1-Sterne-Bewertung und dann guckt ihr mal. Weil dann hast du oft Bewertungen, die sagen, Scheißding, weil kam zu spät oder DHL hat nicht geliefert oder Dead on Arrival oder ein gebrauchtes Gerät von Amazon bekommen. Das kannst du ja gleich ausblenden. Ja. Aber wenn in den 1- oder 2-Sterne-Bewertungen wirklich Bewertungen sind, die fundiert sind, dann wäre ich vorsichtig. Weil es gibt viele, die sagen, umgekehrt gibt es ja viele positive Bewertungen, die fake sind. Da gibt es ja teilweise, habe ich letztens was gesehen, da gibt es viele Firmen aus Asien zum Beispiel, die sagen dir, pass auf, du kaufst das Produkt, machst eine Bewertung, wenn du 5 Sterne gibst, kriegst du die Kohle von uns zurück. Mhm. Da gibt es eine richtige Mafia, okay, quasi. Nutzt du Bewertungen? Natürlich. Also ich lese mich ja immer so Sachen durch, klar. Aber auch verschiedene Seiten, also ich glaube Amazon und halt nochmal ein bisschen anders nochmal quer recherchieren. Und das mache ich schon, klar. Ja. Aber da würde ich wieder sagen, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, wir hauen wieder was raus. Und tatsächlich, das ist jetzt live, wir wissen noch gar nicht, was wir raushauen, aber ich würde sagen, wir hatten beim letzten Mal euch dieses schöne Teil von Vera gezeigt, verlinken wir gerade unten. Da sind wir sehr mit zufrieden. Das kaufen wir auch selbst. Also es ist auch nicht gesponsert. Wir haben noch nie was von Vera gestellt bekommen. Nein. Von daher keine Werbung. Wirklich von uns aus eine gewisse Gönnung an die Zuschauer. Und das könnt ihr gewinnen. Und was müsst ihr dafür tun? Ihr sollt unter dem Hashtag Werkzeug mal wieder schreiben, was war euer Favorite Flop? Oder wo sagt ihr genau, das habe ich auch erlebt? Oder eure Meinung, eure Kommentare zu den Werkzeugen. Wie immer unter das Video. Und die Gewinner werden wie immer bekannt gegeben in den Bauforum 24 News. Die Playlist gibt es auch nochmal oben in der Infobox, weil da gibt es oft Unsicherheiten. Wo werden denn die Gewinner bekannt gegeben und wann? Die Bauforum 24 News gibt es in unregelmäßigen Abständen. Wenn wir artig sind, so in der Regel alle 4 Wochen. Grobe Peilung. Nicht vergessen, nächsten Mittwoch, 3.6. gibt es den Livestream. Weiterhin freuen wir uns über eure Einsendung zu euren Top 3 Werkzeugen und zu euren Flop 3. Genau, in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis dann. Ciao.
kostet, ja, das, guck mal. Die Playlist neu in Prime Music auf Amazon Music. Lol. Hä? Was denn jetzt? Was ist denn los hier, ey? Ey, hast du Alexa gesagt? Nein. Nee. Alexa? Schnauze. Das ist aber nicht nett von dir. Ja, von dir auch nicht nett. Ey. Frauen. Alexa? Stopp. Das ist eine Frau. Das funktioniert nicht kommunikativ.